Ich wäre sehr interessiert persönlich daran, dass aufgeklärt wird, wer wirklich und warum diese Verkehrsmaschine mit 298 Toten im Juli abgeschossen hat, wo beide Seiten sich bezichtigen, es war der jeweils andere. Das wäre, sollte man mal aufklären. Sollte sich heraus. Sie haben Zweifel daran, dass es nicht russische Separatisten waren? Ich kenne nur Dokumente und Unterlagen, die eher darauf hindeuten, dass es Buk-16-Raketen waren, die von den ukrainischen Truppen kommen. Ich weiß, dass der deutsche Bundesnachrichtendienst gesagt hat, nein, es waren russische Separatisten. Ich vermisse aber bei der Position eine klare Darstellung, welche technischen und Indizien es dafür gibt, dass es so war. Wenn es russische Separatisten waren, dann waren die Sanktionen allemal in jeder Form gerechtfertigt. Weil es kann nicht sein, dass sie einfach sozusagen eiskalt vom Himmel 300 unschuldige Menschen ermordet werden. Und wenn das mit Unterstützung russischer Seite kommt, waren sie gerechtfertigt. Was allerdings ist, wenn es umgekehrt war, wenn man es versucht hat, in die Schuhe zu schieben, den russischen Separatisten, um die Sanktionen zu erwirken seitens ukrainischer Seite, will ich mir gar nicht ausmalen. Weil da sind wir alle mit Schuld, die sozusagen sich an der Nase herumführen haben lassen. Das heißt, wir haben dann auf der falschen Seite in Wirklichkeit interveniert. Und in dem Fall hätten wir natürlich eine gewisse politische Krise, weil wir uns einseitig dem dann geglaubt hätten, was aus Kiew kommt und alle Moskauer Darstellungen als falsch zurückgewiesen haben. Ich hoffe, dass eine solche gründliche Untersuchung möglich ist. Mich beunruhigt natürlich, wenn dort die Untersuchungskommission an einer Abschnittstelle dann mit Artillerie beschossen wird. Aber es gibt ja sehr wohl schon Zwischenberichte dieser Untersuchungskommission und da deutet ja schon sehr viel darauf hin, dass das russische Separatisten waren. Meinen also Sie die offizielle niederländische Untersuchung, wo kein das Wort, dass es überhaupt von einer Rakete abgeschossen wurde, nicht vorkommt? Aber es sehr klare Indizien dafür gibt, dass es ein Fremdkörper dieses Flugzeug von außen getroffen hat. Es deutet alles auf die Buk-16 hin, ja. Weil die explodiert ungefähr 10 Meter genau. Vor dem Flugzeug und durchschießt die. Interessant wäre halt gewesen, dass man zum Beispiel die Einflugschneise in das Flugzeug dieser Fremdkörper genau schon, beschreibt. Aber jetzt sind wir beide keine Flugzeugkommissionsexperten und werden das hier wahrscheinlich auch nicht lösen können. Nein, aber deswegen werden wir uns wahrscheinlich schon, auf die Berichte dieser Kommissionen schon, aber dort steht müssen. Genau nach 4 Monaten nichts drinnen. Eine Woche lang behauptet der Westen durchgehend, das waren russische Separatisten. Da steht sehr wohl was drinnen. Dann da steht, ist es ein beredtes, lautes Schweigen für 4 Monate. Aber Herr Matzenter, da steht sehr da steht wohl nicht einmal Rakete drinnen. Da steht kein Raketentyp drinnen, weil die nein, natürlich... Nein, da steht keine Rakete drinnen. Ja, nein, aber es steht ein Fremdkörper drinnen und es gibt sehr, sehr viele Indizien, die darauf hindeuten, dass es ukrainische Separatisten... Welche? Russische Separatisten welche? Waren. Welche Indizien? Es gibt Videos dieser Buk-16-Rakete, die dann nach Russland geschafft wurde. Es gab eine gestohlene Buk-16 von wir der haben nur von eine der gestohlene Buk-16. Ja, und es gibt Videos, wie diese Buk-16 dann nach Russland verschafft wurde. Just an diesem Tag, just an diesem Ort. Ja. Es gibt sehr viele Indizien in diese Richtung. Nein. Es gibt aber sehr, sehr wenige in die andere. Wäre es nicht vernünftig geben zu sagen, bitte, ich glaube, nein, machen wir es ganz einfach, auch für die SEA. Geben Sie ihnen doch bitte die für das Netz, die URL, wo dieses Dokument, das noch irgendeines dieser Indizien aufweist, zu finden ist. Vielleicht nicht jene auf britische Zeitungen, die Plätze fotografieren, die dann gar nicht in der Ukraine waren. Vielleicht solche, die nicht gefaked sind. Und vielleicht einen zusammenhängenden Bericht. Nein, es wäre günstig für die Seherinnen und Seher. Weil wenn man von Propaganda beider Seiten spricht, und das ist es wahrscheinlich, wäre es günstig, wenn man dies auch offenlegt. Und das ist nicht der Fall. Wir haben Buk-16 dieser Art auf der ukrainischen Armeeseite. Eine davon, die von den Separatisten erbeutet wurde, ohne Kommandoeinheit, das wissen wir. Das heißt, eine, die nicht auf größere Distanzen eingesetzt werden kann. Und justament, nachdem das feststand, wird eine Verkehrsmaschine abgeschossen. Wem nützt dieser Abschuss? Das ist nämlich immer die leichteste Form, wie jeder mit Hausverstand, wenn er kein Techniker ist. Wem cui bono? Wem nützt es? Wer hat daraufhin einen Vorteil? Das sollte sich jeder für sich fragen und tut sich vielleicht leicht ein bisschen kritischer, das zu sehen. Ist es nicht schon eine seltsame Umkehr eines von Ereignissen, die vielleicht auch ganz anders hätten stattgefunden haben, nämlich dass die einfach diese Rakete gestohlen haben, damit kaum und schlecht umgehen konnten, in der Hoffnung, dass sie, wie sie schon das in den Tagen davor und in den Tagen danach gemacht haben, nämlich ukrainische Kampfflieger abgeschossen haben, gedacht haben, sie schießen auf einen ukrainischen Kampfflieger. Und tatsächlich haben sie eine Verkehrsmaschine getroffen. Was soll für ein Kampfflieger in 10 Kilometer Höhe
auf einem beständigen Kurs. Aber was soll das für ein Kampfflieger sein? Selbst wenn Sie also die Doofheit völlig absurder Person dem unterstellen. Aber Sie zielen mit einer Buk 16 ja nicht auf gewisse Höhen, sondern Sie zielen nur auf ein Flugzeug, das Ihnen am Radarschirm erscheint. Mhm. Und da hat man sich einfach vertan. Mhm. Wäre das nicht auch möglich? Es gibt sehr, sehr viele Indizien, die diese Theorie bestätigen. Die zweite Möglichkeit ist, dass man unter jenen Flugzeugen, die es überfliegen, jene sucht, wo man genau mit dem Zirkel die 43 Kilometer von der Ukraine, von der Separatistenstellung abgezirkelt hat, wo man wusste, wo die Buk 16 ist, und dann aufs Knöpfel druckt. Gut, wir werden das nicht klären, genau. Befürchte ich. Nein, ich hoffe, es wird geklärt. Ich möchte, dass die Mörder dieser unschuldigen Passagiere zur Rechenschaft gezogen werden. Und wenn die Mörder auf der einen Seite sind, genauso wie auf der anderen Seite. Und ich habe jetzt nur die Möglichkeit, was ist, wenn sie auf der anderen Seite waren? Dann muss eine Rechenschaft und eine Konsequenz geben. Ich denke, das ist klar, und ich denke auch im Sinne der australischen und vielen niederländischen Opfer wohl das Mindeste, was die Staatengemeinschaft machen kann. Die Schuldigen bis oben hinauf auch vor Gericht zu stellen.